Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Need for Speed Most Wanted in unserem Ariel-Auto. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Straight to the point. Neues Rennen kennen wir, glaube ich, noch nicht. Zumindest musste ich da hinfahren. Sprintrennen. Von daher gucken wir uns dieses Intro-Filmchen mal an. Ist das ein Bug oder soll das so sein? Heißt das Ariel? Was soll das? Okay. Und dann geht's los. Yes. Was hat der denn für einen geilen Strandbuggy hier rechts? Alter. Das sind einfach mal kleine Formel 1 Wagen, keine Ahnung, ganz kleine davon halt. Verdammt schnell. Jetzt gegen die Polizei, das wäre mal richtig nice. Die Karre gefällt mir richtig gut. Ach, was soll denn das? Mit den Karren macht man doch nicht sowas. Das ist doch klar, dass es ins Höschen geht. Diese Rammattacken. So, noch 2,3 Kilometer. Ja, da wollte ich natürlich ein bisschen driften. Da hat sich aber die Karre gedacht, hat sich Ariel gedacht, nö. Driften tun wir jetzt nicht. So, noch ein Kilometer, haben wir schon geschafft. Ja, es ist echt nicht so schwer, ne? Kann man den Schwierigkeitsgrad eigentlich noch ein bisschen höher machen? Geht das? So, Achtung, andere Lackierung. Und dann haben wir es schon. Aber trotzdem, war ein geiles Rennen. Hat mir gefallen. War eine geile Streckenauswahl. Geländereifen haben wir dadurch gekriegt und den Nitrobrenner. Ohne den Nitrobrenner geht ja heutzutage gar nichts mehr. So, rein damit. Und direkt ins nächste Rennen. So, was verändert sich hier eigentlich? Nichts. Von der Farbe her verändert sich doch echt nichts, oder? Ach doch, so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ein Müh. So, 3,7. Langes Getriebe. Yes, direkt rein. Das lange Getriebe, wie ich haben. Das bringt immer schön Leistung. Liberty. Oh, Liberty Park. Den haben sie natürlich auch geil inszeniert. Es geht so viel dort ab. Und auch die Verfolgungsrennen, das gefällt mir richtig gut. So, kennen wir schon. Überspringen wir. Und dann geht's los. Aha, okay. Wir müssen abhauen. Ja, da, Alter, da werde ich hier aber ordentlich flachgelegt von denen. So, aber vielleicht war das jetzt gar nicht so schlecht. Flüchtiger, jetzt neben der Straße. 1030, Verstärkung benötigt. So, komm her. Das kriegt ihr doch nie gebacken hier. Und dann haben wir es schon. So, jetzt versuchen so viel hier rauszuholen, wie nur geht. Und rechts rum. Ah, kommt mir natürlich entgegen, der Sack. Fahr doch jetzt rückwärts. Ah, ewig gedauert. Aber immerhin, wir haben schon mal ein Fahndungslevel weniger. Alter, das ist doch nicht normal, wie das da hinten aussieht. Das war doch mal anders. Ich versuche gar kein zu blockieren. Es lügt doch nicht immer. So, und wieder weg. Zack. Alter, Mauer. Aber keiner hat es geschafft. Keiner hat den Sprung da irgendwie geschafft. So. Jetzt langsam. Okay, er kommt von da. Oh, fuck. Ach, Mist. Ich hätte gedacht, wir schaffen es noch. Ey, durch den Park ist es echt nicht so einfach mit dem Ding.
Ja, das habe ich leider tatsächlich. Das stimmt. Alter! Ich hätte schwören können, ich habe da eine Lücke gesehen. Ah, ich habe mir noch gesagt, das ist bestimmt geil, gegen die Polizei zu fahren. Also die schubsen einen hier rum. Ah, es sind schon wieder viel zu viele hinten dran. Geil, hier waren wir schon ewig nicht mehr. Oh, jetzt kann ich endlich mal den Burner hier machen. Oh, naja, mehr oder weniger. Das war natürlich anders gedacht. Aber sie haben es auch versucht. Sie haben es auch versucht. Er ist weg. Weg. Ihr hättet mich so gern gekriegt. Ich bin weg. Weg. Es gibt nichts, was ich auf kriegt rein. Der Code-3-Verdächtige hat mich abgehängt. Ohne Verstärkung wird er entkommen. 10-4, Rastersuche genehmigt. Mit Führungseinheit abstimmen. Fahndungslevel gesunken. So, jetzt einfach stillhalten. Stillhalten. Komm, Fahndungslevel. Schneller. Ah, gleich kommt er von vorne. Yes! Liberty Park beendet. Sehr gut. Verstärktes Chase. Schade, schade. Ich wollte ja eigentlich das lange Getriebe haben. Da war ich leider zu schlecht. Wie dem auch sei. Geschafft ist geschafft. Ich hätte mal so ein Fahrzeug, so ein funkgesteuertes Fahrzeug. Das sah auch so aus wie das Teil hier. Allerdings mit so Geländereifen drauf. Das war richtig nice. Das war richtig cool. So, zack, gleich ins nächste Rennen. Crush Hour. Crush Hour. So spricht man das aus. Weil Crush ist ja zusammen crashen. Das heißt nicht Crash, sondern Crush. Und dann sagt man Hour. Das, so kam das eigentlich mal zusammen. So, genug Blödsinn geredet. Es geht los. Feuer. Austin Powers hier direkt an uns dran. Möchte uns allen mitgehen. Und hat verdammt viel Speed unter der Haube. Alter, ist das sein Rad gewesen? So, sechster Platz, das ist ja nix. Alter, ich dachte, das wäre einer von uns. Von unseren Jungs hier, die hier mitfahren. Deswegen dachte ich mir, ich gebe ihm mal einen mit. So, drei Runden. Jetzt aber hier konzentrieren. Da ist doch gerade einer abtrünnig geworden. Der ist doch gerade da runtergefahren. Ach, da unten geht's auch lang, oder was? Dann müssten sie jetzt wieder hochkommen. So, Plätze gut gemacht. Ich würde so gerne den Nitro Boost haben. Alter, Leute. Schulterblick, bevor man losfährt. Alter, fahr doch gerade, Karre. So. Mit Sprung ist immer geiler. Haltet Abstand und achtet auf seine Flugbahn. Tower an Polizei. Verdächtiger hebt wieder ab. So, zweite Runde. So richtig erfolgreich bin ich derzeit noch nicht. Ah, das hat er geschafft. Die Mülltonne hat er noch so ein bisschen als Bremsvorlage benutzt. Hä, ich bitte, die Verfolgung fortzusetzen? Warum sollte das denn auf einmal heißen, nee, jetzt dürft er nicht mehr? Komm jetzt! Ich hasse euch so. Das ist aber schon gescriptet, oder? Dass die dann immer von der Seite kommen oder so. Genau bei mir. Ey, ich habe doch völlig keine Chance, da vorne mitzukommen, oder was? Ihr seid im Nachteil. Ihr habt die geilsten Autos überhaupt. Das möchte ich ja mal behaupten. Was fahren die eigentlich immer? Ist das ein Ford? Diese Polizeiautos, die sehen ja schon immer sehr geil aus, ne? Ich weiß gar nicht, was die für eine Marke haben. So, dritter Platz. Würde theoretisch reichen. Yes! Yes! Wir haben eine mitgegeben. Komm her! Komm her!
in der letzten Kurve noch gekriegt. Rennreifen und Leichtbau-Chases verfügbar. Geil, in der allerletzten Kurve. Oh, Kopf an Kopf, da hat man echt Glück, dass man halt den Nosszipfel noch hat, im Gegensatz zu ihm. Fucker! So, los komm, wir wollen gleich hier ins Autolock und holen uns gleich das nächste Rennen. Energieschub können wir hier holen, Euro-Reifen oder Rum-Chases. Wir machen das mal hier mit Energieschub. Vielleicht schaffe ich es ja auf den ersten. Wir haben ja gerade so einen kleinen Run. Vielleicht klappt es ja. Das wäre natürlich geil. So, okay, es geht los. Alter, nicht auf den Schienen hier, oder? Nee, ich wollte schon sagen. Das war eine richtig geile Einstellung. So. Wow. Alter, wie wir einfach abgebremst haben und ohne zu driften. Weil die Bude wiegt ja auch nichts, ne? Die wiegt einfach nichts. So. Ah. 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 Komm, das geht noch. Zentrale, ich habe hier ein 10-44, ich gehe auf Code 3. Sechster Platz, so schnell kann es gehen im Leben, ne? Einmal gefreut, schwupsdiwupps, schon ist vorbei. Ich will dieses Nitro-Ding. Yes! Geil! Das war fett! Schöner U-Turn. So. Geil, es sind zwei Runden, das dürfen wir nochmal machen. Ey, bei dem Ding brauchst du echt kaum Nitro. Ah, doch, so im Scheitelpunkt zum Beschleunigen nochmal. Oder um die Geschwindigkeit zu halten. Ach komm, nee. Ganz ehrlich, da wäre ich doch locker vorbeigekommen. Ich finde aber so irgendwie... Habe ich wirklich das Gefühl, dass man einfach noch gar keinen Kontakt zum Gegner hätte. Oder zum Gegenverkehr. Zu den anderen Verkehrsteilnehmern, sagen wir es mal so. Ey, wir sind einfach so weit vorne. Und die Polizei, die bietet eigentlich guten Schutz da hinten, ne? Ist das, das ist alles Polizei, oder? Oder sind es die Gegner? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, ihr seid aber auch die Helden der Nation. Warum macht dann da auch eine große Lücke in der Mitte? Also da müsst ihr in der Teambesprechung nochmal dran arbeiten. Da gibt es noch Optimierungsbedarf. Yes! Und jetzt wieder. Okay, die Blauen sind die Polizisten. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Blau und Blaulicht. Auf euer... So, jetzt konzentrieren. Das Ding aber schön nach Hause fahren. Yes! Yes! Oh yes! Wir haben's! Wir kriegen den geilen Energieschub. Nitro. Ah, geil. Richtig geil. Top-Platzierung plus neue Bestleistung. Ja, ja. Na, mit der Karre. Ey, das ist ja einfach schon fast alles voll. Steuerung ist einfach maximal voll jetzt. Ich möchte nicht, dass er diesen Spruch nochmal sagt. Das beunruhigt mich in irgendeiner Form. Ach, ihre schön doppeldeutigen Aussagen. Wir müssen irgendwas zusammenziehen und ein Auto finden. Yes! Geil, ey, aber hier im Dreck kann man richtig geil driften mit der Karre. Einmal richtig Stoff geben. Handbremse und rum. Fett. Geiles Fahrgefühl. Das Fahrgefühl von dem Ding ist richtig geil. So, als nächstes... Zielpunkt. Das können wir direkt machen. Dann müssen wir nicht erst hingucken. The Getaway. Getaway, 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 Getaway. Das Aero-Karosserie-Kit.
Wozu brauchen wir das bei der Kiste noch? Wir brauchen das nicht. Wir machen das einfach nur, weil wir es können. So, Kontrollpunkt. Ach, Durchschnittsgeschwindigkeit. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah, Mann. Voll den Kontakt verloren. Bodenkontakt. Wo geht's denn lang? So, komm her. Wo bleib ich denn immer hängen, ey Leute? Ich frag's nicht. Ich meine, selbst wenn ich hängen bleibe. Oh oh, ist das noch richtig, was ich hier mache? Ah, müssen wir da hier hoch, oder? Ach komm. Das ist doch jetzt ein Witz. Vorhin beim Rennen durften die auch da unten langfahren. Das möchte ich ja mal sagen. Da war das okay. Bei mir wird nicht dieses Auge zugedrückt. Na gut, wir sind auch nur der heißeste Most Wanted-Fahrer hier. Da muss man sich halt mit anderen Sachen messen lassen. So, jetzt hier habe ich schon einen riesen Fehler gemacht. Mehr bremsen. Jetzt wissen wir natürlich auch, wo es lang geht. Hallo. So. Jetzt können wir direkt erstmal den Knaller zünden, wenn wir hier schön drumherum kommen. Und Feuer. Oh Gott, ey. Man leiert hier ewig lang über den Rasen. Aber auf der Straße ist wieder so ein Grip. Geil. Durchschnittsgeschwindigkeit einfach gleich bei 200. What? So, wo lang? Das hätten sie auch einfach bei Burnout Paradise machen sollen. Einfach nur diese großen Kontrollpunkte. Ich finde es zwar nicht schön, dass die hier so auf der Straße drauf sind. Komm, die 200. Yes! Yes! 202. Und es wurde gerade gelb. Die Schrift wurde gerade gelb und damit kriegt man ersten Platz. Aha, also, wenn sie gelb ist, ist man besser, als wenn sie nur weiß ist. Das ist Aufpumpen der Reifen, das will ich auf jeden Fall. Ja, das bringt nur Vorteile, das haben wir auf jeden Fall auch rein. Das bringt Steuerung ein bisschen weniger. Die Aero-Karosserie, nee. Ach, für die Beschleunigung, das Ding hat eh, das überspringen wir, das hau ich nicht rein. Das will ich nicht. So, und dann wollen wir mal gucken, wie das letzte Rennen hier aussieht. Jetzt sind wir eigentlich optimal vorbereitet. Für das finale Rennen. Ist einfach so geil. Wie so eine kleine Rakete da eben rausgeschossen. So, 5 Kilometer und tschüss, Jungs. Tschüssikowski. Man sieht sich. Und zwar in der Hölle. So. Das wäre schon geil, wenn wir jetzt einfach in jedem Part es immer wieder schaffen, ein Auto komplett abzuhaken. Wird nicht passieren. Es werden auch wieder richtig schwere Rennen kommen, wo ich dann ewig dran hänge. Allerdings kann ich dann auch wie beim letzten Mal den Part einfach massivst lang machen, bis ich es halt schaffe. Oh oh. So, egal. Irgendwie bin ich da gerade noch durchgekommen. Ich habe eigentlich schon das Ende gesehen. So, keine Parkgebühren mehr. Einfach die Parkuhren umgesammelt. So macht man das. Gesetzesänderung. Wenn man das Schild umnietet, ist es doch auch außer Kraft gesetzt, oder? Leute, ihr könnt nicht alle drei nebeneinander fahren hier. Das geht nicht. Kurzes Getriebe. Yes, da hat man es doch noch bekommen. Das kann man gleich rein, oder? Modifikation, Getriebe. Yes! Höchstgeschwindigkeit. Einfach nochmal was reingehauen. Sehr geil. Feuer! Das verstehe ich manchmal nicht. Warum kriege ich das dann trotzdem? Ach, das kurze Getriebe. Stimmt, beim Rennen ist das lange Getriebe. Das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich irgendwie 500.000 Kilometer im Gegenverkehr gefahren bin oder sowas. Da kriegt man wahrscheinlich auch noch irgendwas. So, okay. Tempojagd. Es geht los!
das finale Rennen mit unserem Ariel-Auto. Harmloser Kinderfilm. Ja, die haben nur die Szenen gezeigt. So geht Ariel ab, wenn die abends mal auf Tour geht. Dann steigt sie in ihr Ariel-Mobil und dann geht's los. So. Also wieder sowas von konfus hier. Ah, da höre ich doch schon die Hummel. Jetzt kommt sie. Eher wie so eine kleine Wespe, ne? Durchschnittsgeschwindigkeiten, aber der Karre natürlich, da muss man noch so ein Rennen reinhauen. Da hätte ich abbiegen müssen, ne? Zählt das noch? Zählt wieder nicht mehr, oder? Doch, es zählt. Ist eigentlich auch geiler, dass wir hier lang gefahren sind, um ehrlich zu sein. Geil, wir sind jetzt einfach schon im gelben Bereich. Und gleich noch geblitzt mit 220 Sachen. Fett. 241. Haben wir echt schon mal mit einer anderen Karre 241 geschafft? Mit welcher Karre denn das? Bestimmt mit dem Lambo. Da waren wir auch richtig schnell unterwegs. Ah, 1,8 Kilometer. Komm. Durchschnittsgeschwindigkeit wollen wir jetzt einfach mal 230 raushauen, oder? Das wäre doch geil. Muss ich mal kleine Ziele setzen. Okay. Feuer. Alter, du bremst. Ah, 230 wird wahrscheinlich nichts mehr. Erst recht nicht, wenn ich sowas hier mache. Fuck. Das kostet jetzt. Yo, schön rausgelassen, wieder direkt davor. Aber es ist noch gelb. Es ist noch gelb. Ziel im Limit. Nee, Quatsch. Tempojagd im Ziel mit 213. Damit sind wir Erstplatzierter. Geil. Und wir kriegen das Ram Chase. Das will ich aber nicht, denn das macht meine Beschleunigung kaputt. Mit der Karre ist das ja wohl das A und O. So, hier waren wir noch nicht. Es gibt doch auch immer noch mal. Wie viel? 250 SPs. Ah, geil. Neuen Wagen gefunden. Fett. Und ein Schild. So. Dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt alle Rennen hier abgeschlossen. Das muss man sich kaufen, man muss sich echt nochmal Rennen kaufen. Achso, das ist hier Terminal. Zum Freischalten bitte Terminal. Das ist hinten der Flughafen. Sieht schon geil aus, ey. Müsst ihr mal bei anderen YouTubern gucken, es sieht geil aus. Es sieht richtig geil aus. Ich würde es mir gerne holen, aber ich sehe das echt nicht ein. Das finde ich frech. So, den haben wir. Aston Martin. Den nehmen wir jetzt. Nein, ich will hinspringen, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Das ist immer Wes. Zielpunkt setzen, zum Wagen springen. Beim Rennen ist es genau andersrum. Da ist oben der Zielpunkt setzen und unten direkt zum Rennen springen. Warum? So, Aston Martin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die ganzen Rennen jetzt nochmal resettet wurden. Das heißt auch mit dem Porsche oder so, ob wir das normal fahren dürfen. Dürfen natürlich. Aber ich glaube nicht, weil dann würde man ja die Punkte farmen können. So, Rennen. Hier, wieder alles voll. Meep. Ah, hier waren wir schon, schade. Geil, natürlich ein schmuckes Stück. Geil, das sieht natürlich richtig nice aus, ne? Sieht natürlich richtig nice aus. Schöner James-Bond-Wagen. So, muss ja immer die Räder so einschlagen. Das soll ja immer innen sein. Das Geile ist, es geht auch nur nach links. Nach rechts geht's nicht. Jetzt drücke ich rechts. Jetzt geht's. Wenn das steht, geht's nur nach links. Also für einen Demo-Modus so ist immer links. Das ist einfach vorgeschrieben. So, Leute, aber egal. Das nächste Mal geht's hier weiter mit dem Aston Martin hier auf meinem Kanal mit Need for Speed Most Wanted. Haut rein.